Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Job-Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß, dass jetzt die letzten Tage bzw. das Wochenende über keine Videos außerhalb der Job-Reviews kamen. Es liegt einfach daran, dass ich Videos gerade ein bisschen verteilter mache. Ich habe schon ein paar vorproduziert aufgenommen und die werden dann auch, während ich dann ab Mittwoch eineinhalb Wochen im Urlaub bin, werden die über den Zeitraum verteilt kommen. Heute wird ein Video auch übrigens zum neuen Bogen kommen, nämlich der exklusive Bogen. Der wurde ja auch schon im Bild hier angeteasert, kann ich euch ja gleich nochmal zeigen. Aber wenn euch die Videos hier gefallen und ihr mich auch nochmal supporten wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir switchen over in Item Shop. Dort haben wir die Skins von gestern wieder. Ist ja klar, neue Skins immer 2 Tage. Sind auf jeden Fall coole Skins, tragen auch viele Pros. Und sind eben halt auch so Kriegerskins, afrikanische Kriegerskins. Und mit dem schwarzen und den Aspekten, also den farbigen Aspekten, sieht das wirklich cool aus. Dann haben wir dazu passend noch den Mondknochen. Das ist so ein aus Holz, ein schöner, eine schöne Spitzhacke. Sieht wirklich ganz cool aus und empfiehlt sich auch zu kaufen. Haben wir den Lace-Charakter vom Ouroboros-Set. Ist jetzt nicht so mein Fall, trotzdem ist das eigentlich ein ganz cooler Skin. Ja, aber ist nicht mein persönlicher Geschmack. Hier genau das gleiche. Wäre jetzt nicht so mein persönlicher Geschmack. Diesen Skin mag ich einfach nicht ganz so. Sieht aber trotzdem eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir die Allsicht-Spitzhacke. Die sieht definitiv cool aus, hier mit dem einen Auge. Dann den ganzen Spitzen hier. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann haben wir noch den Equilibrium Gleiter. Ist auch ein cooler Gleiter für 500 V-Bucks, also ein grünen Gleiter. Und kein Standardgleiter, ist ja wirklich extrem cool eigentlich. Den kann man sich definitiv kaufen. Dann habe ich hier den Servo Gleiter vom Archetype Set. Das Archetype Set ist ja auch das sozusagen grüne Variante vom Nintendo Switch Exklusivpaket. Und ich finde, Gleiter sieht auch ganz cool aus, so eben halt wie so eine Drohne. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Die beschlagene Hacke, wie ich schon im anderen Video gesagt habe, gefällt mir nicht ganz so. Ich finde, für 800 V-Bucks ist auch ein bisschen wenig dran. Hätte ich euch nicht empfohlen zu kaufen. Dann habe ich hier die Maki Meisterin, ist auf jeden Fall ein cooler Skin. Eben halt so ein bisschen, eben auch noch mit weißen Handschuhen. Als weißer und dieses bräunliche. Sieht, die bräunliche Hose sieht eigentlich ganz cool aus und hinten dann auch noch mit Fisch passt das echt gut zusammen. Haben wir Sexy Schräglage, ist auf jeden Fall ein ganz cooler Emote, auch um so Trickshots zu machen. Ja, kann man sich definitiv kaufen. Dann habe ich hier den Grillgeneral, ist auch ein cooler Charakter für 800 V-Bucks, geht da vollkommen klar. Ist eben mal der Ben hier drunter und gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir als neuen Emote Schlagfertig. Sehen wir uns so richtig boxen. Ist auf jeden Fall cool, wenn man einen geschlagen hat. Getötet hat. Ja. Dann wollte ich euch ja nochmal kurz. Ja. Schön, dass es so schnell lädt. Da auf der rechten Seite, wenn ihr es gesehen habt, hatte der einen Bogen. Und dann würde ich sagen, switchen rüber in den Rettet die Welt Shop. Ah ja, nochmal ein Battle Royale. Ich bin lost. So, gucken, was da jetzt neu ist. Normalerweise lohnt sich ja deutlich eher Piratenlamas zu kaufen. Und die meisten Lamas sind ja eher unnötig. Bekomme ich dadurch Superkräfte? Genau das gleiche Waffenlama. Du kriegst, was du siehst. Komplett unnötig. Allerdings haben wir ein Upgrade-Lama-Angebot. 0 V-Bucks. Ich könnte wirklich dir gehören. Statt 50. Was passiert hier gerade? Frage ist, ob dafür die Upgrade-Lamas Marken weggehen. Verrat mir nicht, was sich im Inneren befindet. Lass mir die Überraschung.
Aber ich denke mal, dass für ein Angebot ist, dass dafür keine Marken gebraucht werden. Fühlt sich noch jemand durchschaubar? Okay, 2 Upgrade-Lamas gratis. Ja, kommt größtenteils eigentlich nur Müll raus. Allerdings, wenn man das mal so guckt, kommt eigentlich fast genau das gleiche oder bessere Sachen so raus. Ein Waffenlama raus. Das Waffenlama ist fast 4-mal so teuer. Kann man lieber Piratenlamas kaufen und V-Bucks für andere Kampf für Battle Royale benutzen. Oder wenn da andere Lamas einfach drin sind, lohnt sich das auch schon viel mehr. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.